Blumen im Garten, so 20 Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen. Ah, leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich rote Mohn? Holleri, holleri, hollero. Und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Autsch! Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Holleri, holleri, hollero. Und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Ah, piek, 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 piek. Heute um vier klopft's an die Türe. Ja, du denkst zu so spät am Abend. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Der sagt, verzeihen Sie, wenn ich frei. Sie haben doch einen Kaktus dort oben am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Holleri, holleri, hollero. Der fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Holleri, holleri, hollero. Holleri, holleri, hollero. Meine Damen und Herren, in einem seiner stärksten Auftritte. Jürgen, so habe ich dich ja überhaupt noch nie erlebt. Mein lieber Freund, jetzt habe ich mal hier an die Mitkämpfer eine Frage. Wenn er falsch gesungen hätte, hätte sich denn überhaupt einer von euch getraut, ihm das zu sagen? Auf gar keinen Fall, denn er scheint recht stark zu sein. Und was ist denn so, wie könnte man seine Stimme beschreiben? Gewaltig, so wie er. Also wir haben uns schon entschieden, wir werden demnächst zu siebt auftreten. Ist das wahr? Das ist wahr. Wir haben sogar schon das erste Konzert festgelegt, Düsseldorf. Er kommt aus Düsseldorf, wir werden im Kapitol am 5. Januar zusammen singen. Am 5. Januar, Jürgen Hinksen singt zusammen im Kapitol. Das hättest du dir nicht träumen lassen. Nee, also wirklich nicht. Das ist fantastisch. Ich habe viel gelernt. Hat viel Spaß gemacht. Das mit deiner Musikalität, hast du das eigentlich schon früh festgestellt? Spielst du ein Instrument? Nein, aber in der Badewanne hat es immer sehr gut geklungen. Also, ich wünsche dir für die neue Karriere alles Gute. Jürgen Hinksen, meine Damen und Herren, mit den Berlin Comedian Harmonists. Und wenn Sie ihn wiedersehen wollen, nichts leichter als das, wählen Sie die Endziffer 4.